Im Rahmen der PlayStation Experience hat Sony eine Remaster-Version des PlayStation-Klassikers Medieval angekündigt. Das Spiel stammt aus dem Jahr 1998 und konnte damals nicht nur durch seine Präsentation, sondern auch durch seine Optik und durch seinen schwarzen Humor begeistern. Die neue Version des Action-Adventures soll Auflösungen bis 4K supporten und bereits nächstes Jahr erscheinen. Das Spiel wird dann exklusiv auf der PS4 spielbar sein. Als Entwickler springt das Sony-Studio in Cambridge ein. Don't stop, honey. You know that I want more. She can make catching. Auf der diesjährigen E3 haben alle mit einer Ankündigung zum neuen Tomb Raider gerechnet. Aber nichts war's. Entwickler Eidos Montreal und Publisher Square Enix haben nun aber immerhin offiziell die Arbeiten am dritten Ableger des Reboots bestätigt. Erste Informationen wird man laut Square 2018 im Rahmen eines großen Events präsentieren. Vermutlich ist damit die E3 2018 im Juni gemeint. Ob Microsoft sich mal wieder eine Zeitexklusivität holt oder Sony mit ein paar exklusiven Inhalten kontert, das werden wir dann im Juni sehen. Der Horror kommt auf die Nintendo Switch. Outlast 1 und 2 werden nächstes Jahr für die Switch erscheinen. Teil 2 erschien offiziell am 25. April diesen Jahres für den PC, Xbox One und PS4. Einen Release-Termin für die Switch-Version gibt es zwar noch nicht, Entwickler Red Barrel Games möchte aber zeitnah weitere Informationen veröffentlichen. Außerdem arbeitet man derzeit noch an einem weiteren Projekt aus dem Outlast-Universum, welches aber keine direkte Fortsetzung sein soll. Weitere Infos dazu gibt es, ihr ahnt es schon, ebenfalls im kommenden Jahr.